Laufen, lachen und relaxen. Unter diesem Motto fand zum dritten Mal der Women's Run in Köln statt. Über die Distanzen 5 und 8 Kilometer testeten gut 5.300 Frauen ihre Kondition bei strahlendem Sonnenschein auf Herz und Nieren. Doch die Gründe für eine Teilnahme gingen für die meisten Damen weit über das Sportliche hinaus. Es ist eine super Atmosphäre, der Organisator hat echt tolle Stände hier aufgebaut. Hier gibt es viel zu erleben, Massage, Snacks, mit allem drum und dran, mit Aufwärmprogramm. Wir freuen uns auf den Lauf. Und auf das Bierchen danach. Weil wir eigentlich mal wieder was zu dritt machen wollten, ne? Ja. Nur wegen dem T-Shirt bin ich hier. Nein, auch weil wir Spaß haben wollten und zusammen 5 Kilometer schaffen. Dank des kostenlosen T-Shirts, das jede Teilnehmerin erhielt, waren in diesem Jahr alle Favoritinnen. Eine Rolle, die Verena Bentele gut kennt. Die 12-fache Paralympicsiegerin, Selbststarterin beim größten Frauenlauf Nordrhein-Westfalens, steht voll hinter der Mischung aus Sport und Spaß. Also die Ambition ist schon in erster Linie, weil ich die Veranstaltungsidee ganz toll finde, einfach mal in einer entspannten Atmosphäre Wellness und Sport so ein bisschen zu verbinden und so einfach auch Frauen für Sport begeistern zu können. In der Tat lagen Entspannung und Wellness bei den Frauen auch schon vor der sportlichen Herausforderung hoch im Kurs. Also ich denke, die Dame hat noch die Strecke vor sich, oder? Ja, also so ein bisschen aufwärmen. Ist total schön, total angenehm. Auch das Shoppen durfte im Women's Village am Tanzbrunnen natürlich nicht zu kurz kommen. Und so fanden die pinken Socken, passend zu den Laufshirts, reißenden Absatz. Für einen Großteil der Starterinnen war die Zeit beim Zieleinlauf dann auch nebensächlich. Hauptsache geschafft und dabei ganz entspannt Spaß gehabt.